Hier in Julianenhof, Märkisch-Oderland, gibt es ein Fledermausmuseum. Da gehen wir mal gemeinsam hin, das zeige ich euch mal. Das scheint spannend zu sein. Oh, hier habe ich einen schönen Baum gefunden. Einen schönen alten. Schaut mal hier. Hier hat wohl der Blitz eingeschlagen. Den hat der Blitz getroffen. Oh, hier ein paar Galloway-Rinder. Aber ich weiß nicht, ob man hier irgendwas versteht. Das ist ja sehr windig. Heute bin ich hier mal im Fledermausmuseum. Hier gibt es auch schöne Wanderwege. Pritzhagener Mühle, Stöbertal. So eine schöne Landschaft hier. Wir waren ja im Schloss Reichenow. Ich hatte noch ein bisschen Zeit heute vor der Heimfahrt. Und in Reichenow habe ich am Ortsausgang ein Schild gesehen. 4 Kilometer bis zum Fledermausmuseum. Aber ich weiß nicht, ob es heute geöffnet hat. Weil eigentlich ist vom Mai bis Oktober geöffnet. Aber heute sind ja Schulferien. Es könnte sein, dass auch schon im April heute jetzt offen ist. Wir schauen mal. Wir geben der Fledermaus ein Zuhause. Mal schauen, ob es geöffnet hat. Hört man die Bienen? Die ersten Blüten im Jahr für die Wildbienen. Sehr interessant hier. Eine Fledermausbank. Wir sind hier im Julianenhof, heißt es. Das ist das Fledermausmuseum. Gleich in der Nähe oder ein Ortsteil von Reichenau. In Reichenau waren wir in einem ganz unscheinbaren Dorfrestaurant essen. Das nennt sich das Schweizer Haus. Darin befindet sich auch ein Parfümmuseum. Das Schweizer Haus ist auch interessant, wird von 2 Schweizern betrieben. Ich blende euch mal ein paar Bilder ein. War sehr schönes bürgerliches Schweizer Essen zu guten Preisen. Sieht von außen total unscheinbar aus. Märkische Schweiz.
Und ich habe schon gehört, wir haben Glück. Das Fledermausmuseum hat geöffnet. Dann schauen wir uns mal an. Überall hängen Nistkästen dran. An der schönen alten Scheune hier. Und Fledermausunterschlüpfe. Oh, hier so Fledermaus-Nisthilfen als Dachsteine. Ist auch interessant. Schön gemacht hier. Oh, hier ist der ehemalige Eiskeller. Oh, von ganz alten wieder ordentlich aufgebaut. Hier oben ist der Fledermauseingang. Oh, ist ja schön kühl hier drin. Oh, hier sind schon die Nistkästen. Die Ausgänge für die Fledermäuse. Die hängen hier wirklich überall so in solchen Ritzen drin. Thank you.
wenn die Kinder rutschen, quatschen. Ja. Das hier haben wir für den Jungen. Ach so. Ja. Da sitzen die dran, hängen die dran? Ja, wenn die Mutter ruft, ja, die kommen so runter und holen sich die Hörner wieder mit nach oben. Ja.